empfehlen. Ich habe mir jetzt gerade noch 10 Kisten geholt für 8 Dollar, also für circa 88 Dollar habe ich mir die geholt. Ist ja für die Uhrzeit relativ günstig, aber merkt man ja, in den letzten Kisten war das ja auch mal so, dass die Preise immer schneller gesunken sind. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen reinlacken. In den letzten 2 Millionen Kisten gefühlt hatte ich ja auf jeden Fall Pech. Auch Kumpels von mir, alle nur Scheiße gezogen. Es ist echt schlimm. Ich glaube, die haben das Kistenlack sowas von runtergeschraubt, weil wahrscheinlich so viel mehr Kisten von jedem geöffnet werden. Aber naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt wenigstens ein paar geile Skins hier kommen. Es gibt echt einige Skins, die ich nicht feiere. Also, ich bin echt mal gespannt, was kommt. Den Crimson Web Revolver, das wäre ein blauer Skin, den ich richtig feiern würde. Die Desert Eagle, die P2000 zum Spielen eben. Und ja, die Tech-9 wäre mega. Und ich sag mal, alles ab dem pinken würde ich wahrscheinlich am Anfang eh wieder verkaufen. Aber wäre natürlich mega geil. Knife, ja, bitte. Aber ich fange jetzt mal an. Ich will euch nicht länger und mich auch selber nicht mehr länger auf die Folter spannen. Und ich hoffe, Gabe gibt dir mal ein bisschen was und zeigt nicht nur. Erstmal die Desert Eagle. Hoffentlich ein Factory New. Ist auf jeden Fall schon nice. Also sieht echt schön aus. Ist ein bisschen dezent, aber hat auf jeden Fall was. Und ich glaube, die könnte auch echt in gutem Zustand sein. Oder gar kein Minimal Wear. Nice. Also die 8 Dollar wird es wahrscheinlich nicht worth sein am Anfang, aber ich werde auf jeden Fall, wenn ihr Bock drauf. Oh, da war die M4. Ich glaub's doch nicht. Und da krieg ich die Scheiß. Origami 2 oder was? Hey, das ist das, was ich meine in den Cases. Es ist so schlimm. Gabe gibt, der zeigt dir so viel. Du siehst so viel rot wie nie, aber du kriegst einfach nichts. Es sieht auch gar nicht so schlecht aus, den Skin, muss man sagen, aber ja, ist halt echt einfach nur Sort of Shotgun Skin. Also hier, Gabe muss da schon mal was liegen lassen jetzt. Die P2000 wäre sogar als blaues Skin. Bleib stehen, bleib stehen. Nein! Oh, Jesus Maria, es ist so krass, Mann. Sieht auf jeden Fall auch nicht schlimm aus, schlecht aus. Der ist ein bisschen abgeranzt, aber die werde ich auf jeden Fall erstmal spielen. Oh mein Gott. Oh, Ricochet auch. Oh, der landet auch direkt auf dem Markt. Auch kann ich auch überhaupt nicht spielen, die Waffe. Und ich finde den Skin eigentlich extrem hässlich sogar, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was da manchmal rumgedoktert wird und was da für Skins in den Markt reinkommen. Echt dubios. Und da war die AK, Mann. Und nochmal. Und ich krieg die scheiß Desert Eagle wieder. Das ist so das Typische, was irgendwie, die haben da was gedreht. Man sieht viel mehr und öffnet dadurch vielleicht auch noch mehr Cases, weil man denkt, okay, ich habe jetzt schon so viel gesehen, keine Ahnung. Dann muss ja wohl irgendwann mal rankommen. Und effektiv bekommen sind dann die blauen Items. Und das ist halt noch irgendwie noch viel schlimmer, als wenn du das Zeug nicht siehst, dann bekommst du ihn halt blau. Und ich, ja gut, okay, Crimson Web Revolver, wenn der jetzt Factory New ist, mache ich Freudensprung, aber, sieht minimal wear aus, eins hat's erprobt, aber auf jeden Fall richtig geiles Teil, ganz ehrlich, sieht richtig fett aus, auch gar nicht so viel Kratzer. Und dann gucken wir mal, was Onkel Gabe noch übrig hat. Da geht alles vorbei. Pink, lila, pink, lila, pink, lila. Und ich kriege einen abgeranzten Crimson Web Revolver. Der ist richtig abgeranzt, wahrscheinlich. Minimal Wear ist dein Ernst? Dein Ernst? Das ist Minimal Wear? Good job. Und das ist viel testet. Ach du Scheiße. Okay. Letzten drei Kisten für heute. Also für heute früh. Ich werde auf jeden Fall heute Abend im Livestream noch ein paar öffnen. 5-7 Star Trek. Ja, das ist nice. Richtig nice. Bitte noch eine gute Condition. Wahrscheinlich ist Battlescared, ja. Da vorne sind ein paar Kratzer Battlescared. Eins jetzt erprobt, okay. Also auch wieder eine Kollektion, die, würde ich mal sagen, ziemlich random ist vom Aussehen her. So, da war die AK wieder. Schön. Und ich krieg die Star Trek. Nicht die Star Trek, die Scar 20 Grotto, die P2000. Star Trek wäre mega nice gewesen. So. Desert Eagle Corinthian. Ich glaube, ich werde es so machen. Ich werde jetzt noch mal, mir nochmal 10 Kisten holen. Und dann gucken wir mal, ob wir da reinlacken. So, habe ich mir gerade nochmal 10 Stück geholt. Weil ich denke, am Anfang habe ich immer so das Gefühl, dass er zumindest mal vielleicht ein bisschen gebseliger ist. Aber es hat er bis jetzt noch nicht bewiesen.
Oh, bleib stehen! Bleib stehen! Gott! Ja! Bitte sei in guter Condition. Bestimmt, Alter. Einsatz erprobt, dein Ernst, Mann. Geile Scheiße, Mann. Geile Scheiße, Mann. Geile Scheiße, Mann. Fuck, richtig reingelackt. Alter. Meine Fresse. Ich kann es gar nicht glauben, Mann. Und wieder die Scar 20 Krotto. Oh mein Gott. Kranke Scheiße auf jeden Fall. Yo, schaut auf jeden Fall heute Abend im Livestream vorbei. Ich denke mal so, wir werden so um 20 Uhr wieder anfangen. Und wieder blau, scheiß Sword of Shotgun. Mann, wenigstens hier lila oder so ein Fuck, Mann. Schaut rein, Twitch, findet ihr den Link in der Videobeschreibung. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal, ich denke mal, ich werde nochmal 20 aufmachen heute Abend. Mal gucken, die Preise werden auch, denke ich, noch extrem sinken. Und dann vielleicht auch noch ein paar mehr. Crimson Web wäre nochmal nice gewesen, wenn du den natürlich in Factory New kriegst. Auch richtig was wert. Von dem her. Ah, der Revolver Fade, ganz ehrlich, so reingelackt habe ich, glaube schon lange nicht mehr. Und der Sitz hat auch noch richtig was wert. Ich muss gleich mal schauen. Ja, bleib stehen. Nein, okay. Gib mir die Scar 20 Krotto. Ah, shit, Mann. Knife jetzt, oder... Ich weiß nicht, ich kann ja schon gar nichts mehr verlangen, weil das war schon wieder höchst alle Gefühle. Aber ich will jetzt auch nicht nochmal 20 Mal diese scheiß abgefuckte, abgesägte Schrotflinte. Irgendwas Dickes muss er mir jetzt noch geben. Krass, auf jeden Fall. Guck mal, was hier aber vorbeifliegt und bleibt doch bei der scheiß P90 stehen. Oder der Star Trek Crimson Web Revolver. Es ist so traurig. Ich sag, das ist das... Er zeigt einem so viel... Aber er gibt halt auch, in Anführungszeichen, nichts. Oh mein Gott. Ja, es ist, komm, wenigstens die scheiß Techlo-Burner, dass man nicht nur blau hat. Ich kann auf jeden Fall gleich wahrscheinlich noch einen Trade-Up machen, weil ich eh jetzt noch zwei blaue rauskrieg. Ey, meine Fresse. Ja, der ist wahrscheinlich Factory New jetzt, oder? Alter, so abgeranzt. Was ist es? Einsatz erprobt. Genau die gleiche Condition wie... Hä? Hä? Ey, ich schwör, vorher war doch hier der Einsatz erprobt. Und der Minimal Wear. Ey, keine Ahnung, was hier los ist, Mann. Das erklärt... Es sieht jetzt auch logisch aus, was hier alles vorbeifliegt. Es ist so traurig, was hier alles vorbeifliegt. Und hier die Star Trek Crimson Web wäre mega nice gewesen. Oh Gott, ich bin am Sack. Okay, erstmal gucken, was die Revolver Fade wert ist. Revolver Fade, Revolver Fade. Einsatz erprobt 91 Euro, also jetzt auch einiges weniger als ich erwartet habe. Aber ich will mich trotz dessen nicht beschweren. Geile Scheiße auf jeden Fall. Dann machen wir gerade noch schon den Trade-Up-Contract. Die ganzen Schrotflinten schon wieder rein, das ist so traurig. So, Minimal Wear, Minimal Wear. Einsätze probt können wir noch mit reinpacken. Ich will auf jeden Fall aus der Kollektion auch ein Lilanes. Deswegen will ich jetzt ja nicht noch diese scheiß Outbreaks reinpacken. Und dafür auch, glaube ich, die wieder raus. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Scar Krotter. Outbreak können wir die andere auch und den Revolver noch raus. Bei den Deagles muss ich gleich noch schauen, wie viel die am Wert haben. So, Negev Powerloader, nice. Natürlich nicht nice, aber gut.